herzlich willkommen zurück zu... Zu was? Ja, was soll ich so sagen? Ach so, Pokémon Weiß, Nuzlocke, Randomizer. Tja, hier ist noch irgendwas so am, was sich auf dem Marktplatz abspielt. Das interessiert uns aber erstmal nicht die Bohne, denn wir gehen noch ein bisschen unser Shinox trainieren. Ja. Weil nämlich, falls irgendwie ein Trainer... normal Pokémon hat, sind wir nämlich mit unserem Nebulak komplett am Arsch. Na. So stark es auch ist. Oh mein Gott, ein Level 4 Shinox. Das Bedroher beherrscht. Okay, ich muss wechseln. Warum kann unseres nicht Bedroher? Was kann unseres denn dann? Rivalität erhöht Schaden, wenn Ziel dasselbe Geschlecht hat. Oh. Okay. Nicht schlecht. Gar nicht ganz so schlecht, nur... Ja, relativ schwierig richtig anzuwenden, ne? Ich meine, wann hat man schon, wenn man sich so denkt, oh ja, der wird bestimmt männliche Pokémon haben, ne? Mhm. Egal. Shinox ist mir auf jeden Fall schon mal lieber als Plusle, denn was kann Plusle? Weiß nicht. Heuler, 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 heuler! Okay, ja, stimmt. Das geht mal einem sowas von auf den Piss. So wohlig ist auch schon mal Level 4. Das ist schon mal ganz gut. Was kann Plusse noch? Heuler! Habe ich erwähnt, dass Plusse Heuler kann? Ja. Ich glaub schon. Schade, der Schaden ist nicht erhöht, weil Plusse ist weiblich. Ah ja, genau. Ja. Plusse kann ab und zu auch noch Donnerwelle. Nicht immer, aber immer öfters. Immer öfters kann es Donnerwelle. Und es kann Heuler. Es kann Donnerwelle. Und Heuler. Aber das sonst nichts machen kann, solange es auch dauert. Ich wollte zwar nie den Speed-Up-Button benutzen, aber hier ist eigentlich echt so die perfekte Möglichkeit für so einen Scheiß, ne? Ja. Okay, doch nicht. Wir haben gerade einen Volltreffer gelandet. Das wird dann doch nicht ganz so lange dauern. Ja. Vor allem, wenn Plusle jetzt die ganze Zeit immer noch Donnerwelle benutzt. Ach, wir könnten Plusle jetzt auch so schön fangen, aber wir dürfen ja kein Pokémon hier fangen. No. Dürfen wir ja nicht. Ist eigentlich, nein, ich wollte gerade fragen, ist eigentlich unser Nebulak paralysiert? Nein, ist es zum Glück nicht. Und Wolig erreicht Level 5. Und er lernt Silberblick. Wolig erreicht Level 6. Wolig erreicht fast Level 7. Yay! Wow, sein Plusse gibt doch echt viele Erfahrungspunkte. Hm. Oh, come on, wir hätten hier Shinoxe fangen können. No. Wieso nur? No. Wir haben doch schon Shinox. Oh nein, es setzt Tackle ein, oh mein Gott. Achso, das ist ein Volltreffer. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, macht dieses Level 2 Shinox viel Schaden. Oh, come on, Wolig. Ich weiß, dass du paralysiert bist, aber jetzt sei doch nicht vollständig paralysiert. Genau. Bam, Shinox erledigt. Wolig ist jetzt Level 7, oder? Yes. Wolig erreicht Level 7. Und ich glaube, das reicht jetzt erstmal mit dem Training. Jetzt gehen wir nochmal kurz ins Pokémon Center und dann machen wir dieses Event weiter mit... Ich will seinen Namen kaum aussprechen. Ich habe nicht daran gedacht, nochmal deine Bildschirmübertragung neu zu machen, ne? Nein. Warum hast du mich nicht dran erinnert? Hab's vergessen. Na egal, ich find's gut, dass du ihn nicht sehen kannst. Richtig. Arschloch. Arschloch, der mir einfach einen C-Krom geklaut hat. Nee, doch einen C-Krom. No. Genau, ich hab Reshiram gekickt, weil ich ja schwarz gespielt habe. Da, er steht in der Menge. Guck da. Da oben. Wieso siehst du ihn? Ich dachte, dein Bild ist eingefroren. Nö, anscheinend geht's jetzt wieder. Super. Siehst du den Arsch? Siehst das Arschloch doch? Guck mal, da steht der mit der schwarzen Kappe. Ja. Yeah. Der fällt doch überhaupt nicht raus, ne? Nee. Also ich habe ihn das erste Mal nicht bemerkt. Ich auch nicht. Vielleicht... Weil doch mir ist irgendwie schon aufgefallen, dass da irgendjemand steht, aber ich dachte so. Ich sollte auch einfach nur so auffallen.
Nee, du hast gar nicht bemerkt. Ich habe die Menge mir nämlich gar nicht angeguckt, weil ich nur auf Gizis geachtet habe. Also, guck mal, die alte Oma, die fällt ja auch total auf. Ja, aber... ich weiß nicht. Die grünen Haare, die Kappe. Ich dachte schon so, okay, vielleicht soll er einfach nur so auffällig aussehen. Nein, keiner mag N. Doch, ich mag N. Nein, N ist ein Arschloch. Ich mag N. N ist ein Arschloch, der mir mein C-Krom geklaut hat. Ich mag Und es dann N. einfach einem anderen Trainer gibt. Ich dachte, du wolltest noch irgendwas dazu sagen. Ich dachte, du wolltest noch irgendwas dazu sagen, deswegen habe ich so lange geschwiegen. Ich mag Anne. Nein, tust du nicht. Artist Anne. Okay, wird er doch gerandomized. Huh. Interesting. Aber da ich mir nicht sicher bin, ob Kleinstein nicht schon irgendwie Intensität oder so lernt, wechsle ich doch lieber in Melanie. Weil ich hatte schon mal so getestet und hatte N irgendwie ein Nagellotz und deswegen dachte in den Yorklef und deswegen dachte ich, ist dann doch nicht gerandomized, ne? Ja. Apparently doch, deswegen wollte ich auch noch unbedingt, weil ich dachte, dass N vielleicht nicht randomized geht, ne? Mhm. Wollte ich jetzt dann doch noch Dingens noch hochtrainieren. Noch, jetzt ist mein Bild wieder eingefroren. Noch, dann kannst du ja mal eben gucken, kann Kleinstein irgendwas, was nicht ein Igler oder Lehmsula ist. Um uns den Kampf noch nerviger zu machen. Okay, ich hau jetzt. Auf welchem Level ist es denn? 7. 7? Ja, ich wollte ihn zwar nicht. Ja, ich wollte ihn zwar nicht benutzen, aber Alter! Ich mein, come on! Kleinstein kann. Lehmsula, einig. Moment, welche Generation ist das? 5, ne? 5. Dürfte nicht allzu große Änderung sein. Ja, Einigler, Tackle und Lehmsula. Oh, es kann Tackle. Ah ja, sehe ich jetzt gerade. Es hat gerade mal ganz kurz Tackle benutzt, was trifft ja Melanie nicht. Ja. Egal, wir haben es gleich besiegt. Melanie for President. Melanie for President. Ne, ich hatte echt Angst, dass er irgendwie als wieder so ein Yorklef oder so hat und Melanie kann ja einen Yorklef nicht anpassen. Hm. Ich stelle mir das gerade so vor. Hi, Yorklef. Fass mich nicht an! Halt, stopp! Ich fühle mich gut, ich fühle mich belästigt. Findet noch wer immer diese ganzen Mobbings-Aufklärungszeugs, was man in den Schulen ist, immer so lächerlich. Man immer Nein. so, wo dann dazu deinen Mobbern sagen sollst, halt, stopp, ich möchte das nicht. Ja, okay, das ist wirklich dämlich. Ganz ehrlich, da sagt er dann, schön, hier, jetzt kriegst du trotzdem einen Schlag in die Fresse. Mhm. So, ich gehe unsere Pokémon heilen, weil Melanie hat verdammt viele AP verloren. Wegen diesem blöden Kleinstein, weil es immer wieder Einigler benutzt hat. Immer und immer wieder. Dieses Kleinstein wollte uns doch echt in ärgern, oder? Ich glaube. Wie kann man nur so oft Einigler benutzen? Es hätte doch irgendwie. Eigentlich hätte N doch den Kampf aufgeben können. Alter, ich wollte gerade diagonal laufen. Fällt mir ein, das geht ja hier gar nicht. Man kann in Schwarz und Weiß ja noch nicht diagonal laufen. Das geht ja erst ab XY. Oh mein Gott, jetzt habt ihr ja gerade gesehen, wann wir hier aufgenommen haben. Jetzt wissen die alle, wann wir aufnehmen, Schatzi. Die gucken jetzt und gucken, wann der 23. April war. No. Weiß, endlich habe ich dich eingeholt. Yeah, endlich kriegen wir den Turbotreter. Von der heißesten Mama im Spiel. In allen Spielen. Ich mag sie. Hat die eigentlich irgendeine Backstory? Schatz? Wer? Die Mutter hier aus Schwarz und Weiß. Glaub nicht. Oh mein Gott! Ich will's haben! Ja.
Oh mein Gott! Ich brauch's unbedingt! Ich muss es fangen! Deckel! Okay, kannst du mal gucken, was Sherox so auf Level 4 kann? Ich habe gerade irgendwie Angst. Okay, es kann ruckzuck geben. Oh, fucking fuck. Pokémon wechseln. Okay, ich glaube, es kann nicht Verfolgung. Es kann Ruckzuckhieb. Es kann Silberblick und Ruckzuckhieb bisher, wissen wir. Oh, scheiße, es kann Patronenhieb. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Okay, gut. Sherox schläft. Der Patronenhieb macht auch nicht so viel Schaden und Melanie ist weg. Was? Okay, Melanie lebt noch. Ich bin noch da. Okay, Sherox schläft tief und fest. Es wollte gerade, glaube ich, den Patronenhieb oder so einsetzen. Okay, auf gut Glück werfen wir mal einen Pokéball. Ich habe irgendwie total Schiss. Komm, Sherox. 1, 2, 3. Yes! Schatzi, wir haben ein Sherox! Ein Sherox! Setzt seine Markierung mit versehenen Scheren ein, um Gegner einzuschüchtern. Es ist weiblich, wie nennen wir es? Keine Ahnung. Okay. K. E. I. N. E. Leerzeichen. Fass nicht hin, Schatzi. Na. Ich kann es nicht keine Ahnung nennen. Das war ein Witzvideo. Ich weiß. Okay, wie nennen wir es? Yvonne? Es ist weiblich, es muss einen coolen Namen haben. Es muss einen coolen Namen haben. Twitch Plays Pokémon. Wir nennen es einfach mal Twitch Plays Pokémon. Nein, das ist ein dummer Name. Ach, kennst du nicht irgendwelche coolen weiblichen... Ich nenne es jetzt Nina. In Ermangelung irgendeines coolen, cooleren weiblichen Namens nenne ich es Nina. Nehme ich meinen lieblingsweiblichen Namen. Oh mein Gott, wir haben das Clown-Fass hier gefunden! Ich habe auch die ganzen Items und die TMs randomized. Nur damit ihr es wisst und jetzt euch nicht gerade wundert, warum ich das Clown-Fass hier gefunden habe. Oh mein Gott! Gut, dass Melanie nicht mehr mit mir redet. Ich bin gerade beschäftigt, tut mir leid. Dann mach bitte dein Dingens aus, dein Schreiben nervt. Leck mich. Okay, gerne, komm her. Jetzt überlege ich gerade, Clown-Fossil, war das irgendwie für Kabuto? Ich glaube, ne? Ne, Moment, das war das Dom-Fossil. Clown-Fossil. Ich glaube, es ist nicht Flapterix. Ach, ist ja auch eh egal, da unser Fossil sowieso auch randomized ist. Alles ist random. Noch das Fossil, was wir rauskriegen können. Ich weiß gar nicht mehr, wo man hier irgendwie ein Fossil wiederbeleben kann. Puh, das ist gerade echt eine gute Frage. Wo zur Hölle kann man ein Fossil wiederbeleben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, wenn hier noch mehr Sherox auftauchen, sind wir sowieso am Arsch. Egal, ich kämpfe erstmal gegen den Trainer hier. Wenn der Blick eines Trainers, bla. Mal gucken, was wir hier finden. Oder was er jetzt hat. Was hat dieser Trainer für ein Pokémon? Lady Stacy. Was hat Lady Stacy für ein Pokémon? Ein Noctu. Lady Stacy hat ein Level 7 Noctu. Das Melanie nicht anfassen kann. Mal gucken, wo ich mir jetzt gerade überlege. Patronenhieb wäre klüger gewesen, weil das noch Stab kriegt. No. Ups. Ja. Es kann Hypnose. Okay, Noctu kann... Noctu. Noctu kann höchstwahrscheinlich Hypnose und Heuler. Schätze ich mal. Was hat Melanie eigentlich für eine Fähigkeit? Wenn es irgendwie Techniker hat, dann... nicht Melanie, Nina. Was hat Nina eigentlich für eine Fähigkeit? Wenn es irgendwie Techniker hat, dann finde ich das total cool. Aha, warum?
Techniker verstärkt, ich weiß nicht mehr um wie viel, aber verstärkt auf jeden Fall Attacken, die eine Base Power von 60 oder weniger haben. Okay. Das heißt, das ist ja das richtig Geile an Sherox, ne? Es hat ja die Attacke Patronenhieb, die irgendwie eine Stärke von, glaube ich, genau 60 hat, ne? Bin ich mir gerade nicht sicher. Hat auf jeden Fall irgendwie so eine Stärke, wo es halt von, ich glaube sogar nur 40. Bam, Nina erlernt Energiefokus, Nina erreicht Level 6. Nina erreicht Level 7. Das ist auch das Lustigste am Randomizen, weil Nina erreicht Level 8. Weil einige Pokémon einfach verdammt viel Erfahrung kriegen. Und wir haben Lady Stacy erledigt. Yay. Du weißt nicht mehr zufällig, was aus dem Clown-Fossil schlüpft. Nö. Oh, es kann sogar Techniker. Was? Genau, Patronenhieb hat nämlich nur eine Stärke von 40. Und dann wird sie mich verstärkt. Yay. Da Nina jetzt gerade so viel Level gestiegen ist, kommt Wohlig wieder nach vorne. Okay. Der einzige Mann in unserem derzeitigen Team. Ich glaube, der will auch noch gegen uns kämpfen. Nein, will er nicht. Okay. Arschloch! Arschloch! Was bildest du dir eigentlich, gegen uns kämpfen zu wollen? Oh mein Gott, wir hätten einen Ariados fangen können. Ich flüchte. Weißt du warum? Die Scheißvieh kann Giftattacken. Und noch ein Sherox. Natürlich, das auf Level 5. Überleg dir mal, wir hätten jetzt wahrscheinlich... Hätten wir das Sherox gefangen... Okay, wir hätten es wahrscheinlich nicht gekriegt, aber hätten wir es gefangen, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich einen Level 9 Sherox. Der da möchte bestimmt auch gegen uns kämpfen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Die da möchte aber gegen uns kämpfen. Hi. Ich liebe den Pokémon-Kampf über alles. Mein süßes Pokémon ist viel putziger, wenn es so richtig ins Zeug liegt. Toll für dich. Toll für dich, Writer Jasmine. Sie hat einen Baldorfisch. Yay. Magst du Baldorfisch? Findest du, das ist ein doofes Pokémon? Ja. Oh mein Gott, wir machen überhaupt keinen Schaden gegen das scheiß Baldorfisch. Nina, kannst du was reißen? Ich meine, das wäre total toll. Ich meine, wir haben ein Elektro-Pokémon, das bisher noch keine Elektro-Attacken kann. Ne? Egal, hier einmal Patronenhieb. Oh, stimmt, wird resisted. Ist nicht halt Gift? Baldorfisch? Oh mein Gott, das ist jetzt Stachel an. Ich darf meine Pokémon nicht mehr austauschen. Okay, ich darf es, aber ich sollte es nicht, ne? So sollte man das eher ausdrücken. Ich sollte meine Pokémon nicht mehr austauschen. Wohlig erreicht Level 8 und er lernt immer noch keine Elektroattacke. Wirklich, Wohlig? Wirklich, du willst keine Elektroattacke erlernen? Oh ja, stimmt. Mir fällt gerade ein, dass ich ja die Turbo-Treter habe. Oh Schatz, guck mal, was wir hätten fangen können. Wir hätten den Penis fangen können. Yay. Was? Ja, Formio. Oh mein Gott, Formio macht nicht so viel Schaden. Ich finde, Formio sieht aus wie ein Penis. Mit den Eiern, die da unten dran sitzen. Doch, ich finde wirklich, Formio sieht aus wie ein Penis. Okay. Und Formio macht verdammt viel Schaden. Oh mein Gott, es ist jetzt sogar so schwach, dass wir es hätten fangen können. Egal. Ich muss mich jetzt erstmal an dem einen Trainer vorbeischleichen. Erstmal an dem einen kleinen Trainer vorbei. Wohlig erreicht Level 9 und erlernt Ladevorgang. Ladevorgang macht aber keinen Schaden, oder? Glaube nicht. Oh, come on, ich will hier nicht gerade kämpfen. Jedenfalls nicht gegen einen Sherox. Vor allem nicht gegen einen Level 7 Sherox. Scheiße. Nein! Okay, Sherox widersteht allen Attacken, die Sherox drauf hat. Und dann kann ich, glaube ich, besser flüchten.
Weil ich habe echt gerade Angst um Woliks Leben, deswegen. Ne? Ich habe echt Angst um Woliks Leben. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen, Bell. Nein. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen, Bell. Ich will meine Pokémon heilen. Bell, wie kann... Arte... Okay, er ist Daniel. Stimmt, er ist Daniel. Ja. Daniel hat einen Vipitis. Ein Vipitis. Da wechsle ich doch mal sehr gerne in Nina. Wickel, na toll. Vorher hätte ich dran gedacht, dass ich hier gegen Bell kämpfen muss, dann hätte ich meine Pokémon vorher geheilt. Oh. Hockzucki! Bams! Nina macht alles platt. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass die Scheren von die Scheren von Xerox aussehen wie ein Knackleon? Was? Mal, die Scheren von Xerox sehen aus wie der Kopf von Knackleon. Echt? Ja. Also nicht Kackleon hier, sondern dieses Knackleon. Oh, du hast recht. Und ja, ich sehe es gerade, weil es ist gerade an der Stelle eingefroren. Otto. Lustigerweise. Und ein Pichu. Ich glaube, nicht Nina. Ich glaube, Melanie schafft es sehr gut gegen das Pichu, oder? Schaffst du ein Pichu, Schatzi? Schaffst du eins? Wahrscheinlich nicht, ne? Es ist nur ein Pichu. Ja. Es ist nur Daniels Pichu. Okay, wir können schon mal auf jeden Fall merken, Daniel benutzt einen Vipitis. Oh, Pichu hat Donnerschock erlernt. Gar nicht gut. Oh, es kann Charme. Stimmt, es kann Charme. Scheiß Pichu. Los, Hypnose und wehe, du verfehlst, Melanie. Danke. Pichu macht jetzt ein Schläfchen. Oh, sieht es nicht süß aus, wie es schläft. Oh. Oh, ich kann es nicht sehen. No. Ich muss gleich mal nachgucken. Bams, Volltreffer. Doch, ich sehe es. Oh, es sieht das süß aus. Es sieht voll süß aus, wenn es schläft. Ist ja niedlich. Ach, Daniel, Tränke einsetzen ist verboten. Echt mal, Tränke einsetzen ist verboten, Daniel. How dare you? Alter, Pichu schläft aber echt lange gerade. Naja, nicht, dass es uns nicht irgendwie zugutekommt. Ah, oh, jetzt wirkt eigentlich Statik. Pichu ist aufgewacht. Pichu setzt Routenschlag ein. Zum Glück macht das gar keinen Unterschied, weil Pichu... Okay, damit kennen wir jetzt das ganze Moveset von Pichu, oder? Das kann höchstwahrscheinlich noch irgendwie... Warte, es kann Routenschlag, Charme, Donnerschock. Routenschlag, Charme, Donnerschock und wahrscheinlich noch irgendwie Tackle, ne? Soll ich nachgucken? Nein. Doch. Es konnte wahrscheinlich irgendwie Tackle. Es konnte uns auf jeden Fall beim ersten Kampf gegen Nebulak nichts antun. Also konnte es höchstwahrscheinlich Tackle. Und ich glaube nicht, dass die Attacke schon verlernt hat. Pichu. Pichu, ne? Ja, Pichu. Es kann Charme, Donnerschock und welches Level war es? 7. Routenschlag. Es kann nicht Tackle. Kein Tackle? Nein. Charme, Donnerschock, Routenschlag. Okay. Ja. Ah, finally. Pokémon heilen. Pokémon heilen. Yeah. Und dann müssen wir da drinnen noch mit Shiren, glaube ich, sprechen in der Trainerschule, damit wir weiterkommen, ne? Ja. Und da überlege ich, ob es klug ist, ob wir unsere Pokémon heilen sollen. Ne, weißt du, was ich, glaube ich, zuerst mache? Hm? Ich gehe in die Traumbrache. Denn ich habe mir auch hier überlegt, in diesem Nuzlocke machen wir eine ganz kleine andere Regel. Wenn ein Pokémon... Okay, die will erstmal gegen uns kämpfen. Wenn ein Pokémon als hier so Geschenk gibt, wenn wir ein Pokémon Geschenk kriegen, zählt das als zusätzliches Encounter. Ja. Oh mein Gott! Reiter N hat ein Enton! Ich
Schatz, sie hat ein Anton. Oh mein Gott. Mal so ganz kurz gucken. Ladevorgang. Erhöht nur die Spezialverteidigung. Yeah. Alter. Yeah, damit könnten wir unsere Spezialverteidigung erhöhen. Unbedingt. Yeah. Sieht Anton nicht... Oh mein... Achso, das war ein Volltreffer. Ich dachte schon gerade... Oh mein Gott, macht dieses Anton viel Schaden. No. Okay, es war nur ein Volltreffer. Oh nein, Anton macht alles nass. Ich habe jetzt auch endlich verstanden, wozu Nassmacher an sich ein bisschen da wäre. Aha. Im Doppel. Wenn er dann so... wenn dann irgendwie sowas wie... Okay, ein Kickli. Ein Kickli? Du möchtest ein Kickli gegen uns verwenden? Ja. Verwende gerne Kickli gegen dich. Schlecker. So, ein Volltreffer. Was kann Kickli auf Level 8? Sollte ich Angst haben? Wie kann es bitte schon schlafen mit ausgestrecktem Bein? Wie zur Hölle kann es mit ausgestrecktem Bein schlafen? Keine Ahnung. Okay, es kann, glaube ich, nur Doppelkick, ne? Ich glaube. Es kann auf jeden Fall Meditation, aber kann es noch was anderes? Keine Ahnung. Du verstehst gerade die Cues, die ich dir gebe, nicht, oder? Was? Die Cues, die ich dir gerade gebe, die verstehst du nicht. Ich höre dir gerade gar nicht richtig zu, eigentlich. Ach, leck mich doch. Ich nehme dich. Da könnte ich ja auch einfach hier alleine machen. Die Zuschauer wollen dich gar nicht bei sich haben. Okay, tschüss. So. Das war ein Scherz. So. Okay, jetzt... Ich hätte was anderes erwartet. Puh. Puh. Wollen wir noch was anderes machen, als uns die ganze Zeit Pö zu schreien? Ich hab grad meinen Bildschirm angesprochen. Das mache ich ständig, na und? Wahnsinn, du bist der stärkste Trainer. Boah, ich hab voll vergessen, dass sie gegen uns kämpfen. Oh, scheiße, der wollte ja auch gegen uns kämpfen. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Er hat sogar drei Pokémon. Lady Marion, Marilyn hat drei Pokémon. Darunter erst einmal ein fucking Hippopotas. Hippoteros. Oh, scheiße, es kann Sandsturm. Einfach ein Scheiß, es kann Sandsturm. Das heißt, außer Xerox nehmen alle unsere Pokémon Schaden. Na? Ist Sandwirbel eine Normalattacke oder? Warum trifft Sandwirbel? Sandwirbel ist doch eine Bodenattacke, ne? Warum zur Hölle trifft es Melanie? Was? Warum zur Hölle trifft Sandwirbel Melanie? Oh, come on, es kann Biss! Sandwirbel Biss und wahrscheinlich noch irgendeine scheiß Bodenattacke. Gena! 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 Ich kann aber auch nicht auswechseln. No. Wenigstens hat Nina es einfach mal fast komplett gewonnen, aber Nina schläft jetzt. Nina schläft tief und fest. Biss wird zum Glück einfach mal vierfach widerstanden. Gut gemacht, Nina. Nina schläft tief und fest. Tackle wird auch widerstanden. Nina schläft tief und fest. Nina wird jetzt irgendwie 6 Runden schlafen oder so, ne? Weißt du, was das Schlimmste an Einfrieren ist? Es gibt keinen Counter, wie lange ein Pokémon eingefroren sein kann. Gut gemacht, Nina. Wohlig erreicht Level 11. Arcani. Super. Super, da lasse ich natürlich direkt meinen Xerox drinne mit seiner Vierfachschwäche, ne? Ah, dieses scheiß Arcani kann Bedroher.
fucking. Es kann auch Schnüffler, das heißt... Ja, es wird echt doof. Egal, der Sandsturm... Warum wird hier eigentlich der Sandsturm nicht angezeigt? Es kann auf jeden Fall Feuerzahn. Wolik! Okay, ich hab Schiss. Wir müssen Wolik opfern. Ich will nicht, ich will eher Wolik verlieren, als dass ich in Melanie wechsle, oder? Schatz. Ja. Helf mal bitte mit. Was? Also, Wolik hat noch 3 KP. Wir haben ein Arcani, das Feuer zahlen kann. Ja. Wenn ich in Melanie wechsle, wird Arcani höchstwahrscheinlich Melanie töten. Wenn ich in Nina wechsle, wird Arcani Nina töten. Wenn ich mit Wolik drin bleibe, wird Arcani Wolik töten. Wolik ist aber, wenn ich mich gerade recht erinnere, schneller als Arcani. Das heißt, der Tackle würde noch ein bisschen Schaden machen und Nina könnte das Arcani damit ruckzuckieb one-shotten. Aber wir würden Wolik verlieren. Gibt es eine Variante, wo wir kein Pokémon verlieren? Wir könnten heilen. Das finde ich gut. Heilen finde ich gut. Ach ja, na gut. Heilen wir unser Pokémon. Heilen wir unser Pokémon. Ich weiß, normalerweise mag ich das Heilen nicht so sehr. Ich kann wieder nur die ganze Zeit unser Pokémon heilen. Okay. Ich weiß, es ist jetzt gerade extrem lame. Aber so müssen wir unser Pokémon nicht mehr ganz so schnell verlieren. Und ich gucke ja sehr oft andere Let's Player mal so ein bisschen, ne? Ja. Okay, wir waren nicht schneller. Und Wolik ist wieder bei 3 KP. Aber der Sandsturm fügt, glaube ich, nur 2 zu. 1 zu. Ja, perfekt. Und die, sehr oft haben sie auch heilen. Es gibt nur einige, die halt sowas gegen diese Im-Kampf-Heilen-Regel haben. Und ich persönlich finde die jetzt auch nicht ganz so dolle. Ne? Aber, ja, weil das sowieso sehr viele machen. Und ich meine, es ist eine Möglichkeit. Und ich meine, es ist schon blöd genug, wie es ist dann manchmal, ne? Ja. Okay. Tackle. Okay, wir scheinen irgendwie einen Speed-Type zu haben gegen Arcani. No. Weil jetzt gerade war Wolik wieder schneller. Mm. Okay, Wolik erreicht Level 12. Aber der scheiß Sandsturm nervt. Maskereigen. Maskeregen. Nein, ist das doch Maskereigen. Okay, Maskeregen. Okay, das heißt Maskeregen. Warum können alle scheiß Pokémon von diesem Trainer Bedroher? Keine Ahnung. Egal, Maskeregen ist wenigstens wieder ein, Two-Hit-KO. Und Nina nimmt natürlich keinen Schaden durch den Sandsturm. Was das Beste ist. Puh. War spannend. Bin ich schon gerade echt froh. So an sich, ja, also ich mag dann so im Kampf die Pokémon halt jetzt auch nicht unbedingt so sehr, ne? Aber ich meine, wir haben die Tränke und warum dann noch nicht benutzen, ne? Ja. Anstatt jetzt irgendwie sinnlos Pokémon zu verbraten, dass wir dann doch relativ schnell verlieren, ne? Und da muss man manchmal ein Pokémon opfern. Ich glaube, das wird so darauf hinauslaufen, dass wir manchmal Pokémon opfern müssen. Aber wir werden versuchen, es zu verhindern. Selbst wenn es dann heißt, dass wir die ganze Zeit heilen müssen. Mhm. Ich kaufe mal noch 4 Tränke. Pokébälle brauchen wir gerade nicht. Und jetzt hole ich mir das Pokémon, was auch immer es für Vegimark gibt. Ich fühle mich gerade so dreckig, dass ich mich im Kampf geheilt habe. Och, arme Schatzi. Ich muss jetzt erstmal 7 Stunden duschen.
Ein Nebulak, verstehe. Dann passt dieses Lelian ja wie die Faust aufs Auge. Das ist nämlich stark gegen den Typ Wasser, gegen die dein Nebulak ja benachteiligt ist. Will die mir gerade erzählen, dass... Will die mir gerade erzählen, dass Nebulak schwach gegen Wasser-Pokémon ist? So, wie nennen wir dieses männliche Lelian? Keine Ahnung. Ich nenn's Wolfgang. Okay. Ich nenn's Wolfgang. Es sieht aus wie ein Wolfgang. Ja. Wolfgang! Wolfgang, das Lelian! Nein, werd schon richtig aussprechen. Wolfgang, das Lelian. Und ich habe den Stromisierer gefunden. Hätten wir ein Elekid, dann könnten wir es weiterentwickeln. Aber nein, Shirin hat ja das Elekid. Dover Shirin. So. War ich mal in der Pokémon-Hallen? Ja, ne? Ja. Wie sieht's denn eigentlich so mit unserem Wolfgang aus? Ach, jetzt darf ich kein anderes Pokémon... Ah, nee, das stimmt, da haben wir ja... Ich wollte gerade sagen, jetzt darf ich kein anderes Pokémon in der Traumbrache fangen. Ach nee, wir haben ja diese neue Sonderregelung, ne? Dass solche Pokémon als zusätzliches zählen. Okay, wir haben ein Lelian, das Tackle, Superschall, Kometenhieb. Ich glaube nicht, dass ich jemals Lelian verwenden werde. Was meinst du? Ich glaube nicht. Nee. Wir müssen erstmal gegen Shirin hier, glaube ich, kämpfen. Und dann beenden wir auch den Part. Okay. Du, tritt doch mal gegen mich an. Ich möchte herausfinden. Nein, ach ja. Kann ich jetzt rein, ohne gegen Shirin... Kann ich jetzt zu einem Arena-Leiter, ohne gegen Shirin gekämpft zu haben? Das interessiert mich gerade. Keine Ahnung. Nein, ich muss gegen Shirin kämpfen. Dammit! Ich muss gegen Shirin kämpfen, okay. Der uns jetzt das Elekid vorhalten wird. Ey, was gibt's uns eigentlich für den Stromisierer, hä? Leo, okay, er heißt Leo, stimmt. Er heißt nicht Shirin, er heißt Leo. Stimmt. Artist Leo. Der jetzt erstmal Elekid in den Kampf ruft. Und wir rufen Wolig in den Kampf. Er klingt irgendwie wie ein Wikinger. Wolig. Wolig, der Wikinger. Ich finde den Namen gut. Sollte ich mal patentieren lassen. Ich sollte den Namen wirklich patentieren lassen. Wolig, der Wikinger. Jetzt mache ich meine eigene Serie. Eine Wikinger-Serie. Mit Wolig. Wolig, dem Wikinger. Okay. Ja. Ein Sengo. Was war nochmal Sengo? Oh ja, ich erinnere mich gerade wieder. Ich erinnere mich wieder, was ein Sengo ist. Bams, oh mein Gott. Oh mein Gott, knallt das da drauf. Hey, das ist irgendwie lustig. Was mir gerade auffällt? Also, wie wir alle wissen, hat Daniel ja ein Vivitas. Und Leo hier hat ein Sengo. Cool, oder? Ja. Bams! Nina erreicht Level 11. Und damit haben wir Artis. Was ist los? Was ist los? Ich liebe dich. Ich dich auch. Oh, Leo schenkt uns eine Sinelbeere. Yay. I don't care. I love it. So, wir beenden jetzt hier den Part. Wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dann.